heute spielen wir das brandneue Spiel Amanda the Adventurer in Roblox. Mit Amanda und Wooly. Wir begleiten Amanda und Wooly auf einer Reihe von Abenteuer und entdecken die wunderbare Welt. Doch wenn wir nicht das tun, was Amanda will, wird sie wütend und böse. Das klingt schon mal gar nicht gut. Aber keine Sorge, Freunde. Zusammen werden wir schon das Abenteuer gemeinsam durchleben und die Geheimnisse von Amanda und Wooly herausfinden. Und was wir alles bei diesem spannenden Abenteuer erleben werden, das werden wir uns dann herausfinden. Damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und ich gebe dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen heute mal zusammen Amanda the Adventurer. Oh ja, yeah, das Amanda the Adventurer Story Spiel in Roblox. Zusammen mit Amanda. Hey, ich bin's, Amanda. Und mit Wooly. Yeah, Wooly. Du rockst es, ey. Er ist einfach holzig. Einfach holzig. Und ich würde sagen, Freunde, es geht sofort los in das Story-Game. Alle mal ins Auto einsteigen. Bip, bip. Und Freunde, falls ich mich heute ein bisschen anders anhöre, liegt es nicht daran, dass ich hier wie Wooly das Schäfchen rede, sondern dass ich ein bisschen krank auf jeden Fall bin. Aber Freunde, ich will unbedingt dieses Story-Game austesten. Und deswegen, Freunde, wird mich nichts daran hindern, auch keine Erkältung, hier zusammen mit Amanda und Wooly auf ein Abenteuer zu gehen. Und wir sind jetzt hier auf dem Dachboden. Freunde, das originale Amanda the Adventurer-Spiel haben wir auch gespielt und haben dort die Geheimnisse gelöst. Und oh, hier haben die Kassette, Episode 1. Ich hab's mich abgeholt. Wartet auf mich und okay, es geht los. Es geht los und da haben wir Amanda, da haben wir sie, und Wooly. Und, Junge, Wooly sieht so aus, der sieht gar nicht gut aus, Junge. Und, hallo, ich bin's, Wooly. Und ich bin Amanda. Okay, hallo ihr beiden, euch kennen wir schon. Heute machen wir einen Apfelkuchen. Mein Lieblingskuchen ist Pfirsichkuchen. Okay, Wooly, keiner hat gefragt, es interessiert aber gar keinen. Was ist dein Lieblingskuchen? Freunde, oh, wir können jetzt abstimmen. Was ist euer Lieblingskuchen? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, Pfirsich, Apfel, Kürbis, Pfirsichkuchen. Ja, wir nehmen mal den Pfirsichkuchen. Das klingt lecker. Ja, ein Pfirsichkuchen. Hab ich ehrlich gesagt noch nie gegessen, Freunde. Was ist ein Pfirsichkuchen, ey? Aber, naja, ich denke mal, ein Kuchen aus Pfirsich. Weißt du, was wir zum Schneiden der Äpfel verwenden können? Okay, Finger? Zum Schneiden? Junge, was ist das für ein Finger? Zack, zack, zack. Ein Messer natürlich. Pizza? Löffel? Was ist das für Antworten? Gut gemacht. Amanda, sei ein bisschen vorsichtig mit dem Messer, ne? Also, da, sollte man keine Spiele mitmachen. Und Wooly steht da einfach nur wie der NPC die ganze Zeit rum. Und wohin guckt er die ganze Zeit? Was denkt er sich die ganze Zeit? Es ist immer gut, mutig zu sein, wenn du alleine bist. Aber immer schön aufpassen. Schau, ich bin ein Pirat. Ja, alles klar. Du bist Amanda, du bist kein Pirat. Diese Dosen erscheinen nicht sicher. Wooly macht sich auf jeden Fall auch schon Gedanken. Lass uns die Äpfel schneiden. Okay, Freunde, jetzt würde ich sagen, ob geht es. Der Apfelkuchen. Was für Kuchen machen wir jetzt? Ich dachte, wir machen Pfirsichkuchen, Amanda. Naja, okay, dann ändern wir halt das Rezept. Wir brauchen nur etwas Zucker. Zucker? Hat irgendwer Zucker? Wooly? Komm schon, du musst Zucker besorgt haben, ey. Weißt du, wo wir Zucker finden? Es ist nicht in der Speisekammer. Im Kühlschrank oder im Waschbecken. Okay, in der Speisekammer. Im Kühlschrank Zucker? Ne, Waschbecken auch nicht. Ich sag in der Speisekammer, oder? Zack. Und let's go. Richtige Antwort. Großartig. Lass uns einen Kuchen machen. Oh yeah, backe, backe Kuchen, Wooly. Sieht nicht so gut aus, als hätte man ihn gerufen. Okay, es ist Zeit, einen Kuchen zu backen. Ja, Amanda, okay, let's go, Junge. Wie lange sollen wir noch warten? Ich will jetzt endlich einen leckeren Kuchen machen. Und, Wooly? Naja, er sieht auch noch nicht so gut aus, aber naja. Wir sollten immer ein Elternteil um Hilfe bitten. Ja, alles klar. Wooly weiß schon Bescheid. Man sollte das Ganze hier nicht alleine machen. Vor allem mit Messer und sowas. Muss man immer aufpassen. Wir sind alleine, Wooly. Hallo? Wir sind noch da. Oh, okay. Ofen, 425 Grad.
Apfel in Topf. Okay, ja, soweit check ich das Ganze schon. Und Apfel mit Topf in Ofen reinmachen. Okay, alles klar. Ei, ei, ich hab's verstanden. Unser Kuchen ist fertig. Okay, dann zeig mal her, was es für ein leckerer Kuchen ist. Ich kann es kaum abwarten, es zu essen. Wooly, lass uns einen Kuchen essen. Okay, und das? Das war's. Das war jetzt Tape 1. Oh yeah, und das bedeutet, oh, wir müssen jetzt wirklich den Kuchen backen. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt den Ofen und die Zutaten. Okay, das bedeutet, okay, sie macht schon alles. Ja, Apfel in den Topf reinmachen. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ah, guck mal, wir müssen Apfel holen. Zack, alles klar, den Topf reinmachen. Und da haben wir, nee, das ist die Kassette. Hier haben wir den Apfel reinmachen. Einmal rein, perfekt. Und auf, was war das hier? 425 Grad stellen. Okay, Leute, 425 Grad. Und 40 Minuten und... Tada! Wir haben Episode Nummer 2 rausgebraten aus dem Ofen. Okay, ab geht es, Freunde. Let's go! In die zweite Episode. Oh, ich bin gespannt. Ey, Freunde, das ist richtig cool, dass es wirklich wieder im Original Amanda the Adventurer spielen war. Hallo, Freunde. Ich bin Amanda. Okay, und lass mich raten, du bist Wooly. Und ich bin Wooly. Mäh. Ja, alles klar. Amanda und Wooly. Willkommen in Episode Nummer 2. Was gefällt dir an der Nachbarschaft am besten? Okay, was haben wir hier? Wir haben hier diesen Corner-Shop. Okay, der 24/7 aufwart. Dann haben wir eine Bäckerei. Und wir haben hier eine Post oder irgendwie sowas. Okay, alles klar. Heute möchte ich an meinen Freund etwas Besonderes schicken. Okay. Das macht man, glaube ich, am besten bei der Post, oder? Zuerst muss ich in den Laden gehen. Wo kann ich eine Karte finden? Im Eckladen, Bäckerei, im Post. Bei der Post kannst du eine Karte finden, Männer. Warte, bin ich der Einzige? Nein, versuche es erneut. Was? Okay, alles klar. Bäckerei und Eckladen. Da wahrscheinlich hier, in dem Shop. Okay, Freunde. Sie ist schon ein bisschen wütend geworden, weil wir eine falsche Antwort genommen haben. Kannst du dich beeilen? Was? Junge, hier Eckladen. Hab ich doch gerade eben ausgewählt. Gut gemacht. Lass uns in den Laden gehen. Okay, da sind wir angekommen. Wir müssen jetzt anscheinend irgendwas, irgendein Freund irgendwas schicken. Vielleicht ist ja eine Nachricht an dich, Wooly. Dann kannst du auch mal ein bisschen lächeln und dich ein bisschen freuen, weil irgendwie, du bist echt heute nicht so gut drauf, muss ich sagen. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag, Freund. Auch Wooly hat mal einen schlechten Tag. Welche Art von Karte soll ich Ihnen schicken? Geburtstagskarte, es gibt eine Dankeskarte und noch eine andere. Nein, nicht das. Ja, okay, dann frag mich doch nicht, ne? Was ist das, die holen sich bald die Karte? Eine Dankeskarte? Sehr gut, ich habe die perfekte Karte gefunden. Okay, also schick mir anscheinend irgendeine Dankeskarte oder irgendwie sowas. Zeit für den nächsten Auftrag. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt. Weiter geht es. Freunde, nette Dinge tun, ist es wichtig, sich zu bedanken. Ich möchte meinem Freund ein besonderes Leckerli mitbringen. Ah, das ist doch wichtig, Freunde. Ja, auch Männer meistens ist immer böse und hat immer schlechte Ideen. Aber diesmal muss ich sagen, ja, da hat sie auf jeden Fall recht. Und was ist mit Wooly eigentlich los, Junge? Wo kann ich mit Freude ein besonders Leckerli kaufen? In der Bäckerei, denke ich mal. Vielleicht so ein Brötchen oder ein leckeres Croissant, Freunde. Oder ein Sandwich, oh yeah. Wow, deine Freunde müssen ja Leckerlis lieben. Hä? Bäckerei haben wir doch gerade angeklickt. Oder hat hier die Post gewonnen oder irgendwie sowas? Okay. Lass uns das Leckerli holen. Okay, ab geht es zum Bäcker. Junge, das fliegt da drauf. Was ist hier für eine Bäckerei, bitte? Aber wir müssen ja nicht fliegen. Für wen, was war das? Okay, ich glaube, die Kassette ist ein bisschen, beschlagen oder sowas. Was soll ich kaufen? Okay, Freunde, was würdet ihr wie? Eiscreme? Na, Kekse? Okay, wir wählen die Kekse. Und ist es richtig? Die sehen so lecker aus. Let's go. Ab geht's. Okay, wir haben die Kekse gewählt. Geh nur noch einen Stopp in der Nachbarschaft. Okay. Ja, das bedeutet, die zwei Läden haben einfach geschlossen. Junge, wir sind in der letzten Sekunde vorbeigekommen. Ha, die haben schon fast geschlossen. Wir kommen doch in der letzten Sekunde, Alter, und kaufen doch alles leer, ey. Und jetzt müssen wir natürlich den letzten Laden besuchen. Wow, es wird spät. Die meisten Läden sind geschlossen. Das können wir wahrscheinlich jetzt nicht senden. Was? Stimmt. Der Postladen ist aber noch offen. Und dann labert doch nicht so viel, sondern ab geht es. Ab geht es in den Laden rein, ey. Zeit zur Post zu gehen. Okay, schnell. Wir müssen das Paket jetzt noch verschicken an Amandas Freund oder wen auch immer Amanda damit meint. Ihr Name ist... Oh, okay, was ist ihr Name? Warte, ich erinnere mich nicht. Okay, Freunde, an wem wird Amanda das Paket verschicken? Und wir müssen ihr jetzt helfen. Wir können morgen wiederkommen. Ja, wir können es auch morgen verschicken. Nur das musst du jetzt nicht schicken. Okay, ich glaube, Männer freut sich aber nicht so darüber. Nein,
Nein, das muss ich meinem Freund schicken. Hilf mir. Ja, okay, chill. Chill, alles gut, aber ich weiß doch, wenn du es nicht weißt, Amanda, woher soll ich das wissen? An wem das Paket geht? An dich selber? An Amanda? Nee. Zack, Dave, Kate? Kate? Freunde, es muss Kate sein. Ja, es ist Kate. Let's go. Oh ja, das weiß ich aber nur, weil ich das originale Spiel gespielt habe. Amanda the Adventurer. Und da war Kate auch diejenige, die auf jeden Fall das Geschenk bekommen hat. Okay, zweite Episode haben wir fertig geguckt. Und um die dritte jetzt zu bekommen, müssen wir jetzt hier mit dem Klavier spielen. Und wir brauchen den Code. Klicken Sie auf die Schlüssel, die den Buchstaben entsprechen. La 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 la. Okay, Freunde, ich habe keine Ahnung. Können wir das Ganze nochmal bitte schauen? Einmal bitte nachschauen? Nee, okay. Es waren auf jeden Fall die Anfangsbuchstaben, okay. Und wir haben's. Let's go. CBF, das war der Code. Für die dritte Kassette. Ab geht's. Rein mit der Kassette. Wir legen sie rein. Und jetzt geht er. Film ab. Und, okay, wir sind hier auf dem Spielplatz mit Wooly und... Oh, du bist es. Was auch immer du tust, tu nicht. Hä? Wooly? Was ist passiert? Und Wooly weint. Was ist passiert? Und Amanda, hast du etwas damit zu tun? Wooly hat einen Unfall. Oh Gott, Freunde, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, als ob Wooly einfach einen Unfall hat. Junge, sein Bein ist einfach komplett ab, oder was? Ein Unfall ist echt nicht gut. Unfälle können dann im Haus, in der Schule, auf dem Spielplatz passieren. Amanda, aber irgendwie sieht es mir nicht so unschuldig aus, Wooly. Unter uns, unter zwei Schafen, ey. War das Amanda? Amanda hat dir das Ganze angezahlt? Okay, Ich habe es nicht und... Obwohl, die sieht so aus, als wäre verletzt worden. Okay, ja, am Knie natürlich. Da, er hat voll die Schmerzen am Knie. Gesicht? Nee, Ellbogen nicht und... Ach, dieser Teil von Wooly sieht gut aus. Aber was? Hand? Nee, Knie. Knie, Leute. Fehlt das Knie. Was wählen die anderen denn aus? Der Arme, das ist doch alles gut mit seiner Hand, ey. Stimmt, Wooly hat sich am Knie verletzt. Okay, das bedeutet, wir müssen ihn anscheinend irgendwo hinbringen. Zu Amanda bringen? Nee. Zu dir auf jeden Fall nicht, Amanda. Zahnarzt? Junge, irgendwie vor uns ein Zahnarzt. Zum Arzt. Oh, nee. Freunde, was? Wo sind die anderen Spieler? Junge, er hat sich am Knie verletzt. Da kann er nicht zum Zahnarzt. Zum Amanda. Also, wo sind einer? Zum Arzt. Und, okay, let's go. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Das ist richtig. Lass uns Wooly ins Krankenhaus bringen. Okay, na, würde ich sagen, ab geht es, ein Notfall und... Oh mein Gott, was ist das? Die Tür öffnet sich. Die Tür hat sich geöffnet vom Dachboden. Hallo? Dann können wir hier durch. Oh, sie ist geöffnet. Let's go. Ab geht es. Wohoho, durch die Tür. Hallo? Und, oh mein Gott. Was geht jetzt ab? Wir sind jetzt einfach in der Kassette drin von Amanda und Wooly und... Was macht ihr da drüben? Was macht ihr da drüben? Und wie sind wir überhaupt hier gekommen? Und, oh Gott, wir müssen auf die andere Seite. Leute, Achtung! Links, rechts, einmal gucken nach Autos. Okay, die rennen einfach durch wie so irgendwelche Psychos, Junge. Was geht ab? Alter, pass drauf! Erstmal nach links gucken und nach... Oh mein Gott, pass auf! Renn! Okay, wir rennen durch. Wir rennen einfach durch, okay? Einfach durchrennen. Es wird schon nichts passieren. Alles super. Ich will nicht auch wie Wooly zum Arzt laden. Okay, wir haben es geschafft. Wo ist der andere? Nein! Nein! Rest in peace! Wir kannten uns noch 10 Minuten lang. Oh Gott, naja, egal, Pech gehabt. Okay. Heute gehen wir den Streichel zu. Folgt mir. Okay, alles klar. Jo, alles klar. Gehen muss auf jeden Fall gelernt sein. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Wir sind hier bei Paul Chicken. Chicken am Start hier. Was ist hier? Was ist das für ein armer Streichelzoo? Gibt es einfach nur Chicken? Männlich oder so? Eine Familie zu haben ist nett. Ich sehe ein Mutter-Chicken und Babyhühner. Ja. Hühner legen Eier. Kannst du mir helfen, 7 Eier zu finden? Ja, 7 Eier. Alles klar. Nichts leichter. Oh, wieder. So würde ich sagen. Zack, da haben wir das erste Ei hier drüben. Was waren denn die Baby-Chicken-Eier? Hier außerhalb vom Bauernhof. So, okay. Ei Nummer 4. Hier haben wir noch eins. Zack, hinterm Baum. Und dann fehlt uns noch ein einziges letztes. Okay, wo hat sich das jetzt versteckt? Aha, hier drüben im Busch. Da haben wir es. Tolle Arbeit. Oh ja, da haben wir es jetzt hier gefunden. Oh nein. Hä? Jo, von wo kommt die Kätzchen? Das Kätzchen jetzt auf einmal her. Hallo, kleines Kätzchen. Wo ist deine Familie? Das sieht so aus, als wäre dieses Kätzchen ganz allein. Okay. Das tut mir natürlich leid. Wie denkst du, fühlt es sich?
Was? Müde? Nee, glücklich? Glaube ich auch nicht. Traurig. Ich glaube, das Kätzchen fühlt sich am ehesten traurig. Ganz, ganz alleine, ohne Familie. Sie muss so Angst haben. Es gibt niemanden, der sie liebt. Ja, okay. Was sollen wir jetzt tun? Müssen wir jetzt hier die Katze retten? Niemand. Willst du dem einsamen Kätzchen helfen? Ja, natürlich. Wieso nicht? Okay. Für was votet die andere? Wir voten für... Ja, let's go. Nein? Ich habe ja gewonnen. Hä? Hilfst du dem Kätzchen nicht? Was? Was? Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier, Freunde? Hilf dem Kätzchen! Oh mein Gott, Amanda, dreht durch über Kätzchen in Luft! Was geht ab? Warum hilfst du dem Kätzchen nicht? Oh, okay. Es kam ein Jumpscare und Amanda ist böse geworden. Alles klar, sie macht Breakdance auf dem... Okay, okay, ich renne. Wally, mach was. Oh mein Gott, ich renne. Können wir hier nach oben? Nein, rennt bei den Chicken. Ich bin nur ein Chicken, ich bin ein Chicken. Alter, was ist mit Amanda los? Sie ist verrückt geworden, nein, sie... Oh mein Gott, sie verfolgt sie. Renn. Oh mein Gott. Was geht ab? Und Wally steht einfach nur da. Ich wusste es immer, dass sie böse ist. Oh Junge, wir können einfach hier chillen mit dem Heuball. Oh, nur sie wird verfolgt. Oh mein Gott, nur sie wird verfolgt. Junge, sie rennt bis zur Straße einfach. Bleib stehen. Oh mein Gott, nein. Was tust du? Wir verstecken uns hinter Wally. Oh mein Gott. Und, okay, sie ist verschwunden. Da steht sie. Ja, alles in Ordnung, Amanda. Alter, schaut sie euch an. Wie gruselig sah sie denn bitte aus? Wow! Junge, was ist das denn? Alter, also die Landung hätte mal ein bisschen chilliger sein können. Nee, Amanda kommt in die richtige Welt. Durch das Portal, womit wir ins Spiel gegangen sind, kann sie natürlich auch zu unserer Welt. Oh mein Gott, was passiert hier? Amanda ist einfach auf dem Dachboden. Oh nein, es gibt Bossfight. Friss meine Kassette. Nee, wir haben einen Baseballschläger. Friss. Wow. Mein Baseballschläger. Okay, Freunde. Und wir kommen zum Kampf. Wir kommen zum Bossfight. Hier kaum Leben mehr. Komm schon. Wir müssen das zusammen machen. Wir müssen zusammen jetzt hier. Alter, durchhalten. Sie ist ja viel zu stark. Sie hat eine viel zu krasse Attacke. Wie können wir sie auch währenddessen so angreifen? Nee, okay. Wir müssen warten. Wir müssen warten, bis alle ihre Attacken aufgebraucht sind. Und dann schlagen wir bei Amanda zu. Sie ist jetzt einfach durchs Portal gegangen. Oh mein Gott. Und ist jetzt in der normalen Welt angekommen. Jetzt. Let's go. Angriff auf Amanda. Bam. Frisst das. Let's go. Wir machen hier gut Damage. Sehr, sehr gut Damage. Aber, wow, wird's ausreichen? Junge, die Hälfte von ihrem Leben schon weg. Let's go, Freunde. Okay, die Hälfte von ihrem Leben ist weg. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt Skelette. Sie hat noch eine Skelettarmee. Alles klar, na klar, sind eine Skelettarmee, Amanda. Jo, natürlich. Wieso nicht? Aber auch mit den Skeletten werden wir es jetzt natürlich hier aufnehmen. Okay, wir müssen mal warten. Wir bleiben immer in der Nähe von ihr, dass wir direkt zuschlagen können. Sie hat nur noch knapp über die Hälfte von ihrem Leben. Das bedeutet noch einmal und dann kann es hier Untergang sein. Let's go. Komm schon, stark drauf. Ja. Schnell. Volle Kraft voraus. Sie rennt weg. Alles klar, sie rennt weg. Vor was rennt sie weg? Okay, Freunde, ich glaube, so wäre das nichts. Nein. Oh. Aber jetzt müsst ihr auch aufpassen, Freunde. Wir haben auch nicht mehr viel Leben. Wir müssen jetzt besiegen voll. Hä? Sind wir alleine? Wo ist sie hin? Hallo? Wo ist Amanda? Und komm schon! Und wir haben sie besiegt! Da liegt sie auf dem Boden. Und... Wow! Da ist sie umgefallen. Tschüss, Amanda! Bye, bye! Nein! Und da taucht sie wieder ab. Durch das Portal, durch die Tür. Und... Haben wir sie damit besiegt? Ja, okay, sie wollte mal kurz vorbeischauen und... Oh, okay, vielen Dank. Sie hat uns die vierte Episode noch gegeben. Die letzte finale Kassette. Was wird uns jetzt hier erwarten? In der allerletzten Episode von Amanda the Adventurer. Was ist ihre geheime Nachricht am Schluss? Okay, ich bin gespannt. Oh, wir haben Wally hier und Amanda. Oh nein. Wally, was ist passiert? Amanda wurde verletzt. Okay. Das sieht nicht gut aus. Sollen wir Amanda vergeben und ihr helfen? Okay, Freunde. Oh nein. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Sollen wir ihr helfen? Ich würde sagen nein. Okay, 1-1, Freunde. Es liegt an uns. Wir sagen nein. Wir werden Amanda nicht helfen. Sie hat uns schon so viel Böses getan. Du willst Amanda nicht helfen? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Oh. Was? Hey, Amanda. Was geht ab? Wir wollten dir gerade helfen und...
Amanda, wie fühlst du dich? Ich fühle... Oh, das sieht nicht gut aus. Mich betrogen! Was? Warum hilfst du mir nicht? Ja, weil jetzt alle probieren, das zu erledigen, Amanda. Hier, aus! Oh, nein. Bitte, lass mich nicht alleine mit Wooly? Oh, ich glaube, wir haben die falsche Entscheidung getroffen, Freunde. Mach dir keine Sorgen, Wooly. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Lass Wooly in Ruhe und wir haben das gute Ende. Let's go. Ich dachte, wir haben das schlechte Ende. Das bedeutet, wir haben das gute Ende freigeschaltet. Wir haben Amanda nicht gerettet und nicht geholfen. Ich meine, wieso sollten wir auch ihr helfen, nachdem alles, was sie getan hat? Aber ich würde sagen, Freunde, das war jetzt das Abenteuer von uns, Freunde. Mit Wooly und Amanda zusammen. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt erstmal einen Tee. Ich bin sowas von krank. Aber, Freunde, für dieses Story-Spiel hat es sich auf jeden Fall gelohnt, aus dem Bett nochmal auszusteigen und dieses Video für euch zu machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch ganz gefallen. Für mehr Amanda the Adventurer, liked gerne das Video, schreibt es in die Kommentare. Aber das war's erstmal für heute mit dem Abenteuer von eurem Lieblingsschaf Wooly und Amanda. Und natürlich mir. Und damit ich mal sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.